herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und schau mal, Epic, wir sind vor unserem wunderschönen Hotel, was nicht zerstört wurde beim letzten Mal, denn wir haben vielleicht unsere ganzen Villen weggesprengt. Und man sieht auch schon, das ist einfach alles flach. Da ist jetzt gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Keine Villa, kein Hotel, kein Liegeplatz. Gar nichts, also da kommt auf jeden Fall was anderes hin. Aber beim Umgraben, sag ich mal, haben wir einfach so Obsidian-Klumpen gefunden, wo mit Lasern ein gestohlener Aktenkoffer irgendwie drin war. Und den könnten wir irgendwie knacken, wenn wir halt ein Passwort, also ganz viele haben auch irgendwas hingeschrieben, aber Leute, ja, die Auswahl ist schon sehr groß. Also wir könnten da jede Zahl halt einmal ausprobieren und es würde ewig lange dauern. Deswegen haben wir gefragt, ob der Rezeptionist nicht mal irgendwie so einen Codeknacker irgendwie mal anschreiben könnte. Vielleicht gibt's da ja irgendwen. Deswegen würde ich sagen, am Anfang, weil vielleicht ist da ja viel Geld drin oder was Wertvolles. Da oder stimmt vielleicht Diamanten. Ja, Diamanten, Gold, Geld, ich habe keine Ahnung. Ein großes Handy, eine coole Statue, ich weiß es nicht. Also, hallo erstmal. Hey, ich habe mich jetzt nochmal mit so einem Codeknacker auseinandergesetzt. Ich hätte da wen gefunden. Kannst du den anrufen? Kannst du den herbringen oder so? Weil ja. Dann kann er das aufmachen. Angerufen habe ich auch schon. Er wollte in ein paar Stunden mal vorbeikommen. Vielleicht kann er uns ja helfen. Okay, sehr gut. Wenn er kommt, gebe ich ihm den Aktenkoffer. In der Zeit, vielleicht will uns ja den jemand klauen. Ich weiß es nicht. Du bist hier mein persönlicher Schutz. Ja, sehr gut. Alles im Blick. Okay, aber in der Zeit, was könnten wir noch machen? In der Zeit könnt ihr ja vielleicht mal der Sängerin eine Kleinigkeit bringen oder so. Sie ist unser letzter echter Gast. Stimmt, die K-Pop-Sängerin unter Wasser ist unser letzter Gast. Der zumindest zahlt. Nicht so wie das Alien, was sich einfach hier immer noch so ein bisschen, ja, einnistet. Gut, wir könnten ihr was bringen natürlich. Wir könnten, ich weiß nicht, ihr eine Rose bringen, Blumen. Fällt dir was Besseres ein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht könnten wir ihr eine Art kleines Picknick hier am Strand schenken. Oh, süß! Ja, dann könnten wir alles vorbereiten. Vielleicht fragen wir mal den Chefkoch, ob der nicht irgendwie so ein kleines Essen irgendwie machen würde. So ein ganz kleines privates Dinner. Ich meine, klar, im Restaurant kann auch keiner außer das Alien noch essen gehen und halt unsere Mitarbeiter eventuell. Aber das ist eine süße Idee. Das können wir machen. Ja. Dann frage ich jetzt erstmal unseren Chefkoch. Also, pass mal auf. Wir wollen ein privates Dinner veranstalten für unseren letzten Gast. Deswegen wollte ich fragen, ob du sowas machen würdest. Ein privates Dinner. Auf sowas habe ich schon immer gewartet. Ich werde mir da etwas ganz Köstliches überlegen. Bereitet ihr die Location vor? Wir fragen sie trotzdem erstmal, oder? Ob sie das überhaupt möchte. Idee. Links oder rechts? Links, sehr gut. Ihr Unterlagen. Jackson hat zurzeit viel oben zu bereden, habe ich schon gesehen. Das stimmt, der läuft hier überall rum. Und schau mal. Tschüssi. Ab zur Sängerin. Und Türen gehen hier auf. So, erstmal. Guten Tag. Hallo. Nuri. Hey, wie geht es? Hey Leute, was gibt es? Also, Nuri, du bist ja jetzt schon sehr lang hier in unserer coolen Unterwasser-Suite und wir wollen dich dafür belohnen, dass du hier so lange bei uns bist mit einem privaten Dinner. Hättest du daran Interesse? Moment, ein privates Dinner nur für mich? Oha, also es gibt nur Essen für dich, es wird wunderschön aussehen. Wir versuchen unser Bestes, dass du so eine richtig coole Erfahrung hier hast. Ja, bin safe dabei. Ich mache mich noch ein wenig ready und komme dann wohin? An Strand? An Strand, ja. An Strand kommst du dann. Ah, das ist so super. Wir bereiten jetzt auch alles vor. Mach du dich ruhig ready. Und dann gibt's nice Essen. Perfekt, ich beeile mich. Okay, kein Problem, musst du gar nicht. Wir müssen uns jetzt erstmal beeilen. Wir müssen schön machen. Stimmt. Brauchen wir eine Decke bzw. einen Teppich auf dem Boden? Wir brauchen... Oder wollen wir einen Tisch platzieren? Ich würde beides machen. Wir machen so einen Tisch und noch eine Decke. Dann könnte sie sich auch nach dem Essen, wenn man eh so voll ist und der Bauch ist so schwer, dann kann man sich auch mal hinsetzen und vielleicht noch so ein bisschen Nachtisch essen. Ich hoffe, dass der Chefkoch da nicht jetzt irgendwie so ein bisschen übertreibt. Weil ich weiß jetzt nicht, wie Nuri so ist. Nicht, dass sie da, keine Ahnung, was vorgesetzt bekommt. Aber wir gucken mal, dass wir so einen nicen Mix irgendwie von der Location her bekommen.
Das wird schon. Das ist eine gute Idee. Wir könnten auch noch mal kurz beim Hausmeister nachschauen. Der hat immer noch mal so ein paar, hallo, der hat immer noch mal ein paar so Stühle. Ja, sieht doch eher schwierig aus. Dann müssen wir uns was einfach vom Restaurant klauen zur Not. Außer du hast noch irgendwas im Inventar. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe nichts. Hier werden wir. Wir klauen was. Wir klauen was. Ja, sehr gut. Ja. Ich hole mal ganz kurz ein paar Stühle noch mit, ein paar Tische. Und dann gehen wir einfach an den Strand. Das wird sehr cool. Sie kann dann einfach hier ganz entspannt sitzen mit ihrer riesen Tafel vor ihr. Natürlich bekommt sie auch noch ein bisschen Besteck, ein Gläschen, ein Brudermesser, eine Gabel und noch vielleicht ein paar Blumen nebendran. Ah, ja, sehr schön. Teppich habe ich auch schon. Und sie hat einfach direkt einen Blick auf unser Live gehabt. Was ist da los? Ja, du Elm, du kannst ein Stückchen heute mal ein bisschen weiter weg. Wir haben heute keinen Gast, der schwimmen wird wahrscheinlich. Hoffe ich mal nicht. Okay, dann hast du dahinter dieses kleine Picknickplätzchen. Ja. Okay, dann warten wir noch mal, bis der Chefkoch fertig ist. Ich bin gespannt, was er zaubert. Und dann kommt schon Nuri und wird hier bei uns essen. Sehr cool. Und in der Zeit können wir jetzt noch mal fragen, was mit dem Kornknacker ist. Der ist schon da. Das ist er. Hey, Moment mal. Hallo, bist du der Kornknacker? Vielleicht? Ja. Okay, also, kurz zu den Details. Wir haben einen gestohlenen, was soll ich öffnen? Pass auf, wir haben einen gestohlenen Aktenkoffer gefunden mit 1, 2, 3, 4, 4 Zahlen. Und jetzt wäre deine Aufgabe, das zu knacken. Du bist natürlich auch bezahlt dafür. Und uns den Inhalt zu geben. Ist es okay für dich? Kein Problem. Okay, dann gehe ich jetzt mal den Aktenkoffer anvertrauen. Du kümmerst dich darum. Ich weiß jetzt nicht, was denkst du, wie lang dauert das? Also dauert das so ein bisschen oder kurz, bis ich fertig bin? Okay, verstehe. Okay, er hat schon mal seine ganzen PCs aufgebaut. Wir lassen dich jetzt erstmal in Ruhe ja, den Code knacken, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, er macht das schon irgendwie. Ich glaube, er analysiert jetzt erstmal den Aktenkoffer ein bisschen. Das bekommst du schon hin. Epic, in der Zeit können wir nochmal gucken, wenn er hier knackt. Ich glaube, vielleicht ist Antonio schon unten und am Servieren. Tatsächlich. Oh, was ist das denn? Was haben wir denn da alles bekommen? Das ist... was ist das? Also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich davon halten soll. Hi Chefkoch. So, ich habe hier etwas ganz Besonderes gezaubert. Schaut euch dieses Brachtschwein an. Hey! Ist das eklig. Oh. Naja, vielleicht mag Nuri sowas. Es gibt ja manche, die sowas mögen. Also, ja, ich finde das jetzt persönlich jetzt nicht so nice, aber... Okay, wir gucken mal, ob es Nuri gefällt, wenn sie kommt. Vielleicht mag sie es ja. Ja. Und mittlerweile ist sogar Nuri da. Okay, Nuri. Das ist dein privates Dinner. Juhu! Mit deinem Essen. Lecker! Hey, ist das das Essen? Ja, vielleicht, das ist das Essen. Genau. Ja, alles nur für dich. Nur für dich natürlich. Also du hast viel zu essen. Echt ultra lieb von euch und vom Chefkoch. Aber eigentlich bin ich Vegetarierin. Denkt ihr, ich könnte vielleicht was anderes bekommen? Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Chefkoch, könntest du vielleicht noch was anderes zaubern? Also Nuri ist Vegetarierin. Die isst gar kein Fleisch. Sie will das nicht essen? Das ist Kunst. Sie isst doch kein Fleisch. Vielleicht irgendwie was anderes oder so? Ich weiß nicht. Sie soll sich das nochmal genau anschauen. Das ist wahre Feinkost. Epic. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt machen sollen. Wir können ihr doch nicht einfach irgendwie was geben, was sie gar nicht isst. Wenn sie das nicht möchte. Vielleicht können wir ihr was heimlich bringen. Vielleicht gibt's doch Käsetoast. Stimmt. Ja, das ist eine gute Idee. Hast du Lust auf Käsetoast, Nuri? Käsetoast? Hört sich spitze an, die nehme ich. Okay, wir müssen nur gucken, dass wir ihr die Käsetoast... Du kannst ja ein bisschen mal mitkommen und sagst einfach, du isst gleich. Wir holen kurz die Käsetoast und...
dann kann sie die einfach essen. Ja, das ist sehr gut. Also zur Not können wir die auch selber machen anscheinend, habe ich gerade gesehen. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch irgendwas hier drin haben. Ja, ein Käse-Sandwich, 3 Stück und eine Erdbeere. Ja. Perfekt, ich glaube, das sollte sie glücklicher machen als die wahre Feinkost. Und du riechst sogar hier oben. So viel, das ist super. Vielen Dank. Ich setze mich dann einfach an den Strand. Sehr lieb von euch. Genau, guck mal, so viele Käse-Sandwiches und sogar noch eine Erdbeere. Kein Problem. Und du kriegst sogar vielleicht von Epic auch noch eine. Das war meine. Aber die kann ich auch abgeben. Oh, viel Spaß mit deinem Essen, Nuri. Und wir gucken mal direkt. Bist du fertig? Bist du fertig? So, ich habe einfach nur 2 Minuten dafür gebraucht. Neuer Rekord für sowas. Oh. Was war drinne? Hey. Was ist drinne? Ist da Geld drinne? Bitte lass es Geld sein. Bitte. Also, da war tatsächlich was drin. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr das braucht. Ihr findet den Gegenstand in der Kiste. Oh mein Gott. Warte, nein. Vielleicht doch eine teure Vase. Nee, ein Schlüssel. Verlassenes Hotel. Moment mal. Was ist denn das? Was für ein verlassenes Hotel? Ich weiß es nicht. Da war einfach ein Schlüssel drin? Wie cool ist das denn aber? Wo befindet sich das verlassene Hotel? Ich weiß es nicht. Oh. Hier in der Nähe? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott, Epic. Heißt das, wir haben vielleicht Hotelnachbarn? Naja, wenn es verlassen ist, ist wahrscheinlich keiner mehr da. Vielleicht ist es ein Geisterhotel. Ich hoffe nicht. Wir könnten das Hotel suchen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das sein könnte. Wir sind hier noch nie wirklich weit gelaufen. Aber wir könnten auf jeden Fall mal nachschauen. Das wäre super, super interessant. Also, wenn ihr auch denkt, wir sollten mal zum verlassenen Hotel laufen und uns das anschauen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bin super gespannt, wie gesagt. Und vielleicht ist da ja doch noch ein Schatz. Und vielleicht hat da jemand sein Punkkonto noch nicht geleert oder so. Vielleicht können wir das verlassene Hotel renovieren und dann selber vermieten, dass es stimmt. Oh, das wäre sehr cool. Yeah. Und den Kohlschnack müssen wir auch noch bezahlen. Oh, stimmt. Mit Luft Erdbeeren. Und Liebe. Erdbeeren, ja. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.